Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und willkommen zum Banner-Preview von Super Saiyan 3 Bardock, denn sein Banner erscheint ja bereits im globalen Dokkan Battle morgen. Morgen um 8.30 Uhr unserer Zeit. Dementsprechend gehen wir her und schauen. Also beim Banner-Preview ist es immer so, wir nehmen Bezug darauf, wie das Banner im japanischen Dokkan Battle aussah, denn das kommt ja dort zuerst raus und dann ins globale Dokkan Battle. Heißt, da kann sich noch etwas ändern, selbst im Banner, und das wird es auch. Kommen wir gleich noch zu sprechen. Und dann würde ich euch sagen, quasi, das und das ist im Banner drin. Welchen Wert hat dieser Banner? Wer sollte das summonen? Wie sehen die neuen Charaktere aus? Deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Nämlich die erste große Änderung ist tatsächlich, dass das Banner ein wenig anders aussehen wird. Wir haben hier nämlich schon im Preview-Bild in den Nachrichten im globalen Dokkan Battle In-Game, dass da Omega Shenlong dabei ist. Das, er war im japanischen Dokkan Battle, im Banner von Super Saiyan 3 Bardock, im allerersten Banner von ihm, nicht mit dabei, denn dort war eigentlich dabei Angel Golden Freezer. Dementsprechend nehme ich sehr stark an, dass Angel Golden Freezer nicht dabei sein wird. Warum? Denn in Global war er erst vor kurzem online. A, in seinem eigenen Banner, B, im Banner von Ultra Instinct Goku, da das ja vorgeschoben wurde in das globale Dokkan Battle. Deswegen gehe ich wirklich sehr stark davon aus, dass Angel Golden Freezer nicht mit dabei sein wird, sondern für ihn Omega Shenlong. Das ist schon mal die allererste Änderung im globalen Banner. Dementsprechend schauen wir uns mal den Inhalt an, wie er im japanischen war. Wie gesagt, wir nehmen Bezug auf das japanische Dokkan Battle. Wir wissen noch nicht, wie das Banner, das Inhalt ganz genau aussehen wird. Aber man vermutet eben quasi, dass es immer mehr oder weniger gleich ist. Nur wenn es Änderungen gibt, dann wissen wir das frühzeitig. Und das war eben diese eine wichtige Änderung. Heißt, im Banner selbst haben wir hier statt Angel Golden Freezer natürlich Omega Shenlong drinnen. Dann haben wir Super Saiyan 3 Bardock, Super Saiyan 3 Goku. Das sollte eigentlich so bleiben. Dann haben wir mit Vegeta, Trunks und Janemba in Charaktere. Vielleicht ein bisschen unüblich, denn ihr wisst, Super Saiyan 3 Bardock ist eigentlich der Kategorie der Super Saiyan 3 Charaktere. Was machen dann die In-Charaktere hier? Nun, er gibt auch In-Charakteren einen Boost durch sein Niederskill. Das werden wir uns gleich näher betrachten, aber deswegen sind eben diese In-Charaktere mit dabei. Dann haben wir noch Super Saiyan 3 Vegeta Strength und zwei SR-Units, die man aber auch zum Dreifachen erwecken kann. Gut, das Banner selbst, wenn wir uns den Inhalt betrachten, okay, geht eigentlich nicht so viel her. Beziehungsweise lass mich so sagen, die allerwichtigsten Charaktere aus diesem Banner sind in dem Fall drei Stück. Omega Shenlong bei uns, ja, im globalen Dokkan Battle, Super Saiyan 3 Bardock und Super Saiyan 3 Tech Angel Goku. Ja, das sind drei Leader Skills, zwei Kategorie Leader mit Bardock und Omega Shenlong und ein Neo Guard Leader mit dreifachen Goku, wobei dreifachen Goku man dann auch benutzen kann für Super Saiyan 3 Bardock. Die anderen Charaktere sind auch Leader, ja, Demi Guard Leader, Super Type Leader, aber sind mehr oder weniger outdated. Und die Charaktere selbst sind wirklich nice to have, sind gute Charaktere, ich will sie nicht schlecht reden, aber speziell in dem Banner, auch wenn wir vorausschauen, wir werden gleich sehen, was denn noch als nächstes kommen wird, sind hier wirklich nur diese drei Units, die herausstechen und die wichtig sind. Unter den drei Omega Shenlong, Super Saiyan 3 Bardock und Super Saiyan 3 Goku, Angel Goku, ist der, der am meisten heraussticht, dann natürlich Super Saiyan 3 Bardock. Denn Super Saiyan 3 Bardock, es ist sein Hauptbanner und Super Saiyan 3 Bardock ist wirklich eine sehr solide Karte. Beziehungsweise kommen wir direkt zur Frage, wer sollte denn in diesem Banner summonen? Schau mal ganz außen vorweg, wer hatte im Hinterkopf, das dreijährige Jubiläum steht kurz vor der Tür, das ist im Zeitraum Juli und da kommt LL, Vegito und Gogeta. Wir werden aber wie gesagt gleich darauf zurückkommen, was denn als auch noch als nächstes kommt. In diesem Banner sollten wirklich nur diejenigen summonen, die mit Super Saiyan 3 Bardock, indem sie ihn ziehen, ein vollständiges Super Saiyan 3 Team bauen können. Warum? Denn das Super Saiyan 3 Team ist das hardest hitting Team, was es momentan gibt im japanischen Dokkan Battle, aber im globalen ebenso. Wenn wir kurz rüber switchen, schaut an Dokkan Reddit, das hat ein User gepostet, er hat das gerade zusammengestellt, das ist das hardest hitting Team, ja, ich kann den Link gerne in die Beschreibung setzen, ist auch auf Discord, könnt ihr euch gerne ansehen, wir betrachten uns dementsprechend nur das Super Saiyan 3 Team. Denn Bardock ist ganz klar der Leader, wir werden gleich ansehen, was für einen Boost er hat, aber in der Konstellation, ihr seht schon, spielt man Super Saiyan 3 Bardock mit LR Goku in einer Rotation, Super Saiyan 3 Gotenks mit der anderen Bardock und dann haben wir mit Supporter Super Saiyan 3 Goku, Angel Goku haben wir noch mit dabei, der auch in dem Banner ist und ein Int Goku, nicht wundern, weil Bardock gibt ihn auch Int Charaktere im Support und dieser hier supportet Int und Tech Charaktere. Und wenn ihr quasi dieses Team bauen könnt, also wenn ihr LR Goku habt vor allem, dann braucht ihr nur noch Super Saiyan 3 Bardock, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Dude zu ziehen. Weil dieser Dude, wenn ihr ihn habt, ihr seht ihn schon, könnt ihr das hardest hitting Team bauen. Alle anderen, ich sag's mal so, ihr müsst sich zwingend dieses Team haben. Auch wenn ihr ein vollständiges Super Saiyan 3 Team habt, aus nur anderen Super Saiyan 3 Charakteren, ist das Team wirklich sehr, sehr solide. Und das ist aber nur die Kernessenz, beziehungsweise die Funktion, beziehungsweise
Das Team, an dem sich Bardock am wohlsten fühlt, ist sein eigenes Super Saiyan 3 Team. Ihr könnt ihn natürlich auch, wenn ihr ihn zieht, in ein Super In Team spielen oder Resurrected Warrior Team. Aber bedenkt, Angel Gold Freezer ist nicht mit dabei, heißt, ihr müsst ihn schon haben. Aber ihr merkt schon, Bardock, seine Hauptfunktion ist wirklich das Super Saiyan 3 Team, seine eigene Kategorie. Und wenn ihr mit ihm, wie schon gesagt, ein vollständiges Super Saiyan 3 Team bauen könnt, dann go for it. Dann könnt ihr für ihn auf jeden Fall pullen. Alle anderen müsst ihr nicht unbedingt. Ihr müsst es nicht unbedingt. Warum? Wir schauen uns mal an, was denn demnächst kommt. Auch für diejenigen, die quasi mit ihm ein Super Saiyan 3 Team bauen können. Eigentlich ist es kein Muss, denn er kommt wieder. Wir werden uns gleich anschauen, wann und wie. Nämlich, wir sehen jetzt japanische Nuka-Metal, wie die Banner kamen. Das war zu der Zeit, als den Bardock kam. Wir wissen aber, vieles wurde vorgezogen. Vieles wurde kam durch ein Wischwasch. Ja, vieles wurde ein bisschen chaotisch. Global macht da seine eigene Schiene, zieht die Banner vor, hier links und rechts. Aber wir werden uns dementsprechend anschauen, was wir schon haben. Bardock haben wir, Tarpon ist auch online, haben wir. Geht, by the way, am Dienstag offline um 8 Uhr morgens. Vegito, Blue Rose sind auch schon online. Ich nehme jetzt nur Bezug auf die wichtigen Banner. Und dann kam in japanischen Nuka-Metal schon das dreijährige Jubiläum mit LR Vegito und LR Gogeta. Beziehungsweise andersrum. LR Vegito und LR Gogeta. Heißt, all diejenigen, die für das dreijährige Jubiläum sparen, im dreijährigen Jubiläum geht es wirklich sehr viel ab. Wenn ihr LR Vegito und Gogeta pullen wollt, die Banner sind auch wirklich nicht schlecht. Da sind zwei Dokkan Exover LR. Ansonsten auch gute Units drin. Vielfach Gogeta, Super Gogeta, Super Vegito und Vegito Blue, der physische. Dann spart lieber eure Stones für das dreijährige Jubiläum. Zeitraum Juli wird das Ganze stattfinden, wir wissen nicht wann genau, aber Zeitraum Juli. Genau. Was kam nach dem dreijährigen Jubiläum? Warum gehe ich jetzt, nehme ich jetzt Bezug darauf, jetzt abgesehen von den gefeaturten LR-Banner? Ui Goku haben wir schon, wurde auch schon vorgezogen. Da kommt Tarz, Tarz so ein Banner, da kann man auch skippen. Und dann kommt legit schon, wenn mich alles Deutsch, beziehungsweise Vegeta kam dann. Vegeta ist eine Unit. In diesem Banner kann man eigentlich auch nur pullen, wenn man Vegeta will. Aber darauf, das hat noch Zeit, darauf kommen wir dann zu sprechen, wenn es soweit ist. Worauf ich hinaus will, ist, boom. Aktuell im japanischen Nuka Battle ist nämlich auch Super Saiyan 3 Bardock vertreten im Banner von Future Gohan mit Tech Vegito Blue. Heißt, in der Zukunft, wenn ihr dreifachen Bardock nicht jetzt zieht oder nicht ziehen wollt, euch gedulden könnt, er kommt in der Zukunft wieder, nämlich in einen guten Banner mit Vegito Blue. Wenn diejenigen, die Vegito Blue nicht haben, nicht ziehen konnten, ihn zwingend haben wollen, dann ist das quasi euer Banner, ja. Wenn ihr für Vegito Blue summonen wollt, dann ist auch im Nachhinein auch dreifacher Bardock drin. Auch Future Gohan ist wirklich eine sehr gute Unit. Aber damit ihr im Hinterkopf behält, Bardock kommt wieder, Leute. Die Charaktere kommen immer wieder. Heißt, da liegt es quasi an euch, ob ihr da... Letztendlich liegt es an euch, wo ihr summonen wollt. Ich gebe euch hier nur Ratschläge und zeige euch auf, was kommen wird und was kommen sollte. Genau. So, dann kommen wir mal zu den Charakter selbst. Super Saiyan 3 Bardock. Was kann denn Super Saiyan 3 Bardock? Nämlich, wie ihr seht schon, Super In-Type ist er. Er gibt eine Super Saiyan 3 Kategorie. Ki plus 3, HP 130% auf Attack und Def 170% oder Super In-Charakteren Ki plus 3 auf HP und Def 90%. Das ist ein sehr, sehr guter Boost, deswegen konnte man den Goku mitnehmen, weil er ein Super In-Charakter ist, den Supporter beim dreifachen Team. Er macht immense Damage und hat eine Medium-Chance, den Gegner zu sealen. Heißt, er verhindert den Gegner daran, mit einer Medium-Chance eine Super-Attacke zu machen in der nächsten Runde oder in der Runde, in der er geseed hat. Passive Skill ist, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%, wenn er eine Super-Attack macht. Zudem, das hat wirklich auch sehr, sehr gut, gibt der Super-Class-Allies, also Super-Class-Verbündeten Heroes, auf den Angriff 40%, wenn seine HP 70% oder drunter ist. Also er gibt dann noch, hat dann noch Support-Status und genau, dementsprechend ist das so viel zu seinem Passive. Links hier sind Super Saiyan Experience Fighters over the Flash prepared for battle limit breaking form the first awaken und fierce battle. Zudem gehört er zur Kategorie Super Saiyan Resurrect Warriors und Pure Saiyan kommt jetzt zu uns noch. Und genau, so viel zum Bardock. Bardock wirklich, ihr merkt schon, er fühlt sich in seinem eigenen Team sehr, sehr wohl, weil wenn ihr vollständig Super Saiyan 3 Team habt, die linken sich so asozial gut. Die machen total viel Schaden und Super Saiyan 3 Charaktere mit 170% Boost auf den Angriff. Das schmeckt lecker. Das schmeckt lecker, sage ich euch. Dann kommt noch ein anderer Bardock. Dieser Bardock ist vom SR Bardock. Man kann ihn dann erwecken mit den Medaillen vom Bardock. Für den normalen Bardock, den wir gerade gesehen haben, sind es natürlich 77 Medaillen. Für diesen Dude sollten das 21 sein, wenn mich alles täuscht. Richtig, 21 Medaillen. Danach wird er auch zum Super Saiyan 3 Bardock. Heißt, wenn ihr SR Bardock zieht, Super Saiyan, bringt sie auf SE10. Den SR-Dude und dann könnt ihr ihn erwecken zu dem hier. Warum? Was kann dieser Dude? Nämlich, er gibt auch eine Super Saiyan 3 Kategorie. Er gilt für Int- und Physik-Charakteren. Ki plus 2, HP in der 40%, macht Supreme Damage, verringert die Verteidigung des Gegners, bekommt 80% auf seinen Angriff, wenn er eine Ulti macht und hat 80% auf die Verteidigung für 5 Runden.
Genau, Saiyan Warrior Ace, Super Saiyan, Extreme Fighters, Over the Flash, Prepared for Battle 4's Battle Limit Ranking Form. Dieser Dude ist wirklich gar nicht mal so schlecht dafür, dass er aus einem SA-Charakter kommt. Und ja, das ist dann natürlich eine farbare SA für den Super Saiyan 3 Bardock, ja. Wenn ihr da 9 Stück von den SA habt, könnt ihr ihn erwecken mit den Medaillen, dann wird er zudem, wenn ihr ihn auf UR bringt, dann gibt er diesen Bardock hier, so wie er aus dem Banner droppt, 100% auf die SA. Für all diejenigen, fürs Dokument quasi. Aber da kommen noch zwei weitere Charaktere, beziehungsweise zwei weitere neue Awakenings, nämlich das... Zum einen das Awakening vom Super Saiyan 3 Vegeta GT. Für ihn braucht ihr 35 von den Super Saiyan 4 Vegeta Medaillen. Das Ganze schaltet sich dann auch morgen frei. Was kann dieser Dude nach seinem Awakening? All-Types, Key plus 3, er spielt NF 30%, Supreme Damage, erhöht seine Verteidigung 30% für 3 Runden. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 90%. Wirklich ein sehr solider Boost. Super Saiyan, Golden Warrior, Royal Lineage, Prodigies, Limit Breaking Form, GT und 4's Battle. Lässt so eine Super Saiyan 3 Kategorie und Pure Saiyan natürlich. Wirklich gutes Awakening danach. Sein Gegenspiel ist dementsprechend dreifacher Goku GT. Das ist dieser hier, der Dude, den kennen wir. Für ihn braucht er dann 35 Medaillen vom vierfachen Goku Event. Wie gesagt, kommt auch dementsprechend morgen. Er gibt All-Types, jeden Typus HP, den F 60%, macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff für 3 Runden, Attack mit F 90%, Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, Over the Flash GT, Limit Breaking Form und Fierce Battle an der Stelle. Genau, meine Freunde, so viel zu dem Banner-Preview von Super Saiyan 3 Bardock. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, Omega-Stellung mit dabei sein, statt Angel Go und Freezer. Für wen ist dieser Banner, wenn wir uns ehrlich sind? Dann ist es wirklich nur für diejenigen, die, wenn sie Bardock ziehen, ein vollständiges Super Saiyan 3 Team spielen können, weil das Super Saiyan 3 Team haut wirklich 1A rein. Vor allem, wenn ihr das bauen könnt, quasi, wenn ihr 1A dieses bauen könnt, wenn euch da nur Super Saiyan 3 Bardock fehlt, dann lohnt es sich allemal, dann habt ihr das hardest hitting Team und dementsprechend seid ihr dann voll ausgesorgt. Für alle anderen, aber auch für die Jungs, wenn ihr euch gedulden könnt, behaltet im Hinterkopf, er kommt zum einen wieder und das 3-jährige Jubiläum steht kurz vor der Tür, Zeitraum Juli. Dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.